Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus dem Zug Richtung Erfurt. Es gab Verspätungen, aber jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Alter, jedes Mal, wenn ich frage, irgendeine Verspätung, irgendeine Verzögerung. Ich gehe mir jetzt irgendwas umsonst holen, als kleine Wiedergutmachung. Dieser lange Weg, nur für Nachbeschwollen, Alter. Der Zug ist ewig lang. Oh mein Gott, endlich angekommen. Erfurt, Alter, was geht ab? Erstmal die Arena einnehmen, dann Döner essen und dann auf zur Messe. Oh mein Gott, drei Blaue haben sich schon angesetzt. Die Schlange ist, Alter, wir sind 2 Stunden zu spät und die Schlange ist immer noch ewig. Zeige ich euch gleich noch. Aber wie erwartet, gestern wurde mir schon berichtet, hier ist kein einziger Stop, also nur die normalen 3 oder sowas und 2 Arenen, aber die Allee, die gesponserte Allee ist nicht da. Ich bin durch die Stadt gefahren, auf dem Weg hierher. Da sah es eigentlich ganz gut aus. Nicht stopptechnisch, aber Rocket-Stop-technisch. Vielleicht ist das interessant. Ich schaue erstmal rein und dann checken wir das ab. Oh mein Gott, das ist für dich, Leander Dennis. Das ist für dich, Tokyo Ghoul. Der Leine Dennis ist ein Kollege von mir, der hat, oder macht immer noch Anime-Reviews auf YouTube und hatte einen Kanal über Tokyo Ghoul. Ich laufe jetzt durch die Anime-Manga-Halle. Food Area. Japan Area, Fashion Area, Mac Merch, Tabletop Area. Zur Pokestop Area. Ich glaube, da waren wir aber schon. Das ist einfach nur der Ort, wo man sitzen kann. Umsonst Beste. Du bist von der Katze gerettet worden? Du wärst jetzt tot. Voll hier.
Raidboss-Anmeldung ist hier. Mit Sturmwaffel. Mein Gott, Sturmwaffel. Nehmen wir an, ihr habt schon mal Paradiespiele gespielt, oder? Was sind so eure Favoriten? Yu-Gi-Oh! Und Hearthstone. Und Hearthstone. Okay. Das hat Spaß gemacht. Ihr könnt euch hier... Dann danke fürs Spiel. Gerne. Danke. Kalt ist es geworden. Das war's erstmal von der Messe. Eine Runde gedreht, alles eigentlich abgecheckt, ein paar Fotos gemacht mit ein paar interessanten Cosplays. Und jetzt gehen wir da vor, da wo viele Module sind. Und das mit den Rocket Stops ausnutzen, weil die waren echt erhöht, zumindest als ich gekommen bin. Und ihr wisst, 1000 Sternstaub mit Sternstück 1500, das könnte sich lohnen. Und vielleicht ist da ein Nocturne mit dabei. Lilip, gerade gebrütet. Nur eins oder kommen da mehrere Eier? Ne, ist nur eins. 200 Meter brauche ich noch für den Rest. Es ist echt überall nur Team Rocket Stop. Zwei Nocturne bisher gefunden, aber beide nicht gut. Leider. Und der ist gerade verschwunden. Schade, den hätte ich jetzt gerade gemacht. Oh ne, noch ist er da. Okay, die 7er sind soweit. Schauen wir mal. Ich kriege mir ja was Saftiges hier. Sandan. Leider nicht shiny. 100er habe ich sogar schon. Nummer 2. Oder 7,85. Ja, das wird 2,85. Habe ich schon 200, da brauche ich nicht, aber 81 wäre das. Weit entfernt. Oh, sogar noch einer. Und? Dickter. Oh, ein dickter 100 Bäume. Weit entfernt. Das war's. Checken den Rocket Stop hier ab. Ist er noch schon? Nee, sagt er. Eiskalt, nee. Wir haben, glaube ich, noch ein Ei. Denn ich habe gerade die Quest reinbekommen. Genau. Brüte ein Ei hatte ich als Quest. Und? Otago. 100er würde ich mir gönnen. 100er würde ich mir gönnen. Yeah. Nicht mal annähernd. Quest. Ich weiß nicht, was da rauskommen kann. Oh, ja, klar. Und? Ne, es müssen eigentlich zwei sein. Ja, haben nur ein Zweier. Danach zeige ich euch nochmal einen Blick in die Stadt. Neues. 100er würde ich nehmen, offensichtlich. Ne, auch wieder ganz schlecht. Hier, Rocket Stop vor uns, da Rocket Stop. Links hier, Rocket Stops, überall Rocket Stops. Erfurter Oktoberfest entdeckt und ein 10er am Start. Der neue Dino wäre saftig. Es ist. Oh, es ist was Neues. Lichtbild. Nice. Deckseintrag. Und jetzt 100%. Bam. Ich glaube nicht, aber. Nee. Oh, nice. Okay, wir haben noch drei Eier am Start. Dann gehe ich auch schon Richtung Hauptbahnhof. Oh, Pichu. Kann ich so gar nicht gebrauchen. Nee. Ich nehme einen Shiny Sand dann gerne. Was kann ich noch gebrauchen? Knospi. Unnötig. Oh, 4,85. Na, nicht ganz. Ich habe eh schon 100er Knospi. Und das letzte Ei. Nicht Shiny leider. Schade. Rocket Stop auf Chicken. Feuer. Am Hauptbahnhof angekommen. Gleich geht's wieder heim. Aber erst noch ein Spezialtausch mit dem Kollegen. Suicune gegen Shiny Lugia. Also Shiny Suicune. Nicht normales. alles. 21,15. Du brauchst 17,4. 21,15. Kriegen wir 21,15. Wird uns gegönnt.
2093. Ah ja. Aber gar nicht so schlimm. Okay, Abschluss vom Mac-Video. Ich komme leider erst heute dazu, das Video zu schneiden und hochzuladen. Fazit, Mac an sich war cool. Also ich war ja nur kurz da, aber es hat eigentlich gereicht. Alles gesehen, ein paar coole Sachen wie immer. Also ist eine coole Messe. Und Alter, wie groß die geworden ist. Also selbe Location, aber von der Menge an Leuten. Die Schlange war so abnormal. Ich bin hatte ja Verspätung und bin 12 Uhr erst angekommen. Und die Schlange war immer noch riesig. Zum Glück konnte ich da irgendwie rechts einfach rein. In den Pressebereich. Konnte ich mir Zeit und Tickets sparen. War nicht schlecht, aber ansonsten wäre es halt richtig lang gewesen anzustehen. Ich muss sagen, natürlich, letztes Jahr hat mir mehr gefallen. Persönlich ein paar Sachen mehr, die mich interessiert hatten letztes Jahr. Aber trotzdem cool. Ja, Pokémon Go technisch war natürlich fail. Muss man klar sagen. Also erhöhte Lokmodule, 4 Stunden lang, aber wenn es keine Stops gibt, was bringt es dann? Ich war dann in der Innenstadt unterwegs, aber da war kaum ein Lokmodul gezündet. Obwohl sie halt 4 Stunden halten und obwohl Sternstab-Event war, aber entweder gibt es keine Spieler in Erfurt oder das hat die nicht gejuckt. Das mit den Rocket Stops war ganz süß, hat mir auch auf jeden Fall gefallen, ich habe eine Menge gemacht. Ausbeute sehen wir uns gleich noch an. Dasselbe gab es ja auch auf der Gamescom dieses Jahr. Rocket Stops haben die Stadt übernommen, war okay, war lustig, ich habe eigentlich jeden gemacht, den ich da gesehen habe. Ein paar Nocturne war dabei, aber leider kein 100er Nocturne. Und mit dem extra Sternstaub war das natürlich ein bisschen interessanter als auf der Gamescom. Da gab es ja nicht mal einen Sternstaub-Bonus, also das waren einfach nur Rocket Stops. Aber mit Sternstaub-Event und Sternstück sind das 1500 pro Rocket Stop, was gar nicht schlecht ist. Aber was hat der Bonus mit der Mac zu tun, wenn der halt nur in der Innenstadt läuft und bei der Messe halt nichts? Letztes Jahr war halt richtig, richtig geil, die Allee mit den ganzen Stops. Dann konnte man aus der Messe rausgehen, ein paar Runden drehen, eine kleine Pause machen, was essen und nebenbei zocken. Raucherpause, was weiß ich, und da zocken, einfach frische Luft schnappen, sich mit Leuten treffen, Raid machen, dies, das, also letztes Jahr ging es auf jeden Fall viel mehr, was Pokémon Go anbelangt. Es gab wieder einen Raid-Post, den habe ich nicht mehr abgecheckt, Giratina interessiert mich nicht, und letztes Jahr war Mewtwo am Start, also das ist natürlich kein Vergleich, aber wieder schlecht organisiert, habe ich gehört, viel zu voll, dies, das, Organisatoren haben halt keinen Plan von Pokémon Go gehabt und dies, das, also der Shiny-Bus, Alter, was ist los mit mir? Der Raid-Bus, wieder fail, genau wie letztes Jahr, der hatte letztes Jahr schon große Probleme. Aber im Großen und Ganzen, ein schöner Tag, ein netter Ausflug. Aber nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nicht nochmal hinfahren. Aber meine Ausbeute, denn ich habe in letzter Zeit eine Menge Rocket Stops gemacht. Natürlich auch welche jetzt nach der Mac. Erstmal Funddatum. Und ihr seht hier gleich direkt, 100er Anton. Gestern bekommen. Den erlösen wir mal. Und jetzt habe ich eine ordentliche Sammlung. Problem, immer noch kein Nocturne. Aber die zeige ich euch gleich mal. Denn eins oder zwei von denen habe ich in Erfurt gefangen. Das Galaxo auf jeden Fall. Das habe ich gestern, check das Video von gestern ab, im Max on Monday. Bereits gemaxt, also Spoiler. Ich habe auf der Mac oder in Erfurt den hier gefangen. Erfurt, Thüringen. 100er Galaxo. Erlöst, also Krypto war ja natürlich nicht 100. 100er Kryptos nicht erlösen. Und den habe ich, glaube ich, dann nicht mehr da gefangen. Ja. Aber dann am Sonntag oder sowas. Auch 100. Und meine Sammlung beträgt jetzt, blendet die Nocturne aus. Und den hier, der ist nur zum Kämpfen da. Und den werde ich dann irgendwann verschicken, nachdem er gekämpft hat. Aber Anton, Shillock, Galaxo, dieser Knosp und ein paar Gutfrats. Ist schon ganz ordentlich. Ich habe jetzt die Woche mit dem Bonus auch eine Menge gemacht. 1000 kann kommen. Wahrscheinlich nicht während des Bonus noch, aber schreibt nur in die Kommentare, wie viele Rocket Stops ihr schon gemacht habt. Jo, ich denke, das war's. Ansonsten von mir und von der Mac. Ich fahre gerne auf weitere Events. Vorschläge gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Drückt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.